Heute erwartet dich ein richtiges Power-Workout. Und zu einem richtigen Power-Workout gehört natürlich auch das passende Equipment. Wir nutzen heute von Arzt die Fitness-Bag im Vintage-Style. Lerne mit uns gemeinsam erstmal die Technik kennen der vier Übungen, die wir dir heute zeigen. Und am Ende erfährst du noch, wie du diese vier Übungen in dein Workout integrieren kannst. So, wir starten direkt mit Übung Nummer 1 für dein Workout. Henning ist direkt in Action und zwar starten wir mit einem Umsetzen in Verbindung mit einer Kniebeuge. Von der Technik her darfst du darauf achten, beim nach unten gehen, ich warte mal ganz kurz, bis Henning soweit ist, und zwar jetzt, dass dein Rücken schön gerade ist. Prima, mach das gleich noch einmal und halte bitte beim Umsetzen Stopp. Okay, in der Position sind deine Ellbogen leicht nach innen gedreht und deine Handgelenke gerade. Lass gerne weitermachen in die Kniebeuge dann direkt danach. Eine letzte Wiederholung. Sehr gut. Möchtest du ein Level schwieriger, verbindest du das Ganze jetzt nach der Kniebeuge mit einem Overhead Press. Das zeigt dir der Henning gleich noch im Anschluss. Das wäre Level schwieriger. Auch unsere zweite Übung bringt gleich ganz viel Dynamik mit sich. Und zwar ist es der Swing. Henning ist schon voll in Action, genau wie vorhin auch. Schau bitte darauf, dass du diesen Schwung primär aus der Hüftstreckung nimmst. Ja? Deine Gesäßspannung ist sehr, sehr wichtig bei dieser Übung. Dein Rücken ist gerade und wie du beim Henning schon sehen kannst, wechselst du bei jeder Wiederholung deine Handstellung. Und es geht direkt weiter mit Übung Nummer 3. Und zwar geht es jetzt in den Ausfallschritt nach hinten im Wechsel. Dein Gewicht hältst du bitte vor der Brust in der Größe, die du am Anfang ausgewählt hast. Henning zeigt dir jetzt die etwas leichtere Variante, hält das Gewicht immer vor der Brust und du schaust bitte, dass du immer den vorderen Fuß komplett am Boden hältst und das Gewicht ist auch immer mehr auf dem vorderen Bein gelagert. Level schwieriger wäre jetzt eine etwas dynamischere Variante, das zeigt der Henning auch direkt. Und zwar gehst du zusätzlich noch in eine kleine Rotation im Oberkörper und schwingst dein Gewicht immer zum vorderen Bein. Für die letzte Übung, für die vierte, startest du auf dem Boden in der Liegestützposition und legst deine Bag schon bereit, direkt unter deine Brust. Schau in der Stützposition, dass du dich gut in deinem Becken stabilisierst. Dein Nacken ist lang und du drückst dich zwischen den Schulterblättern aktiv nach oben. Henning startet jetzt mal direkt mit der Bewegung und zieht die Fitnessbag immer von der einen zur anderen Seite. Achte bitte darauf, dass du diesen Zug primär aus dem Rumpfbereich nimmst, weniger aus der Schulter. Damit dein Training jetzt zu Hause wirklich voller Power und Energie durchgeführt werden kann, habe ich jetzt eine Empfehlung für dich, wie du diese vier Übungen hintereinander durchführen kannst. Ich empfehle dir, pro Übung jeweils 10 Wiederholungen zu machen und alle vier Übungen so schnell wie möglich hintereinander durchzuführen. Halte dadurch, dass du ein Power-Workout gerne machen möchtest, die Pausenzahl sehr gering. Du kannst diese Runden so oft wiederholen, wie du möchtest. Ich empfehle dir als Anfänger eher 3 Durchgänge zu machen, als Fortgeschrittener gerne bis zu 10. Ich hoffe, du hast dein Workout zu Hause genossen und hast ordentlich geschwitzt. Für weitere Videos klick gerne auf unseren Kanal und lass dich inspirieren. Solltest du Interesse haben an einem individuellen Training als Personal Training, dann schau gerne in dem unten stehenden Link.